Mein Name ist Stuart Piggott und wie man hört, bin ich in England aufgewachsen. Inzwischen bin ich deutscher Weinjournalist und Riesling Ambassador von diesem Weingut, Gut Hermannsberg an der Nahe. Da werde ich mich mit dem Winemaker des Weinguts, Carsten Peter, treffen. Herzlich willkommen bei der Weinshow auf Hashtag dabei. In den kommenden Folgen werden Sie mit mir in die spannende Welt der wichtigsten weißen und roten Weine Deutschlands eintauchen. Selbstverständlich werfen wir auch Blicke über der Grenze und entdecken zusammen faszinierende Weine aus anderen Ländern. Im 21. Jahrhundert gibt es einen ganzen Weinplaneten und die Rebe wächst in Übersee in ganz anderen Klimazonen als hier in Deutschland, sogar auch in die Wüste und im Dschungel. Viele dieser Gewächse werden nach Deutschland importiert und hier getrunken. Wein ist ein Paradebeispiel von der Globalisierung. Der Rotweinspezialisten Weingut Bernhard Huber im Badischen Breisgau und das berühmte Gut Hermannsberg hier an der Nahe stehen uns als Musterbetriebe zur Seite. Heute geht es um Terroir. Mythos oder Wahrheit? Das französische T-Wort bedeutet den besonderen Geschmack eines bestimmten Ortes. Es schreckt viele Konsumenten ab, weil sie fürchten, auf einem Weinmysterium gestoßen zu sein, den sie nie verstehen werden können. Anderen halten es für ein Mythos oder gar ein Beschiss. Hallo, Carsten. Hi, Stuart. Du bist der Winemaker hier von Gut Hermannsberg. Du musst es wissen. Gibt es irgendwo hier Terroir? Oh, Terroir. Schwieriges Wort immer und von vielen gerne benutzt, die keins haben. Für mich, Terroir, gibt es ja verschiedene Übersetzungen oder Begriffe. Der Boden alleine ist es aus meinem Verständnis nicht, sondern das ist das Zusammenspiel Boden, Kleinklima und wie der Winzer letzten Endes mit all dem umgeht. Das ist für mich wirklich Terroir. Aber wenn man es einfach nur auf den Boden reduzieren möchte, stehen wir schon mittendrin. Ja, und wo stehen wir ganz genau? Wir sind hier in einer Parzelle im Hermannsberg. Der Weinberg ist jetzt auch knapp 30 Jahre alt, also so für uns in unserem Verständnis ausgewachsen von der Wurzeltiefe, sodass das auch eine Parzelle ist, die mit ins Großgewächs einfließt. Ja. Wenn ich das sagen darf, das ist nicht unbedingt der spektakulärste Ort unter den Gut Hermannsberg-Lagen. Ich meine, ihr seid reichlich beseelt mit einer Riege von steilen, felsigen Lagen. Und hier stehen wir auf einem relativ sanften Hang. Genau, der Hermannsberg ist, wie du sagst, ein relativ sanfter Hang. Also für unsere Verhältnisse eigentlich ein Luxusweinberg, weil er nicht so sehr steil ansteigt vom Bearbeiten her. Trotzdem hat der Hermannsberg einen ganz eigenen Charakter. Dieses eher kühle, minzige, was eben von diesen Tonschieferböden auch kommt. Aha, jetzt kommen wir doch zum Boden. Jetzt kommen wir in der Tat zum Boden. Und wenn du hier guckst, wenn wir vielleicht einmal etwas abtauchen und uns das Ganze ein bisschen näher betrachten, bei uns ist, muss ich gleich vorweg schicken, immer ein bisschen schwierig, auf den obersten 30 cm wirklich den Kern des Weinbergs zu ergründen. Weil den Stein, den du jetzt hier hochhebst, der kommt aus der Kupfergrube. Okay, der eigentlich nur ein Steinwurf von hier entfernt ist. Und der Stein ist nicht hierher geflogen, sondern der wurde ganz bewusst hierher gebracht, um die vielleicht etwas kühleren Böden im Hermannsberg durch dieses dunklere Gestein einfach leichter hier zu erwärmen. Das sieht ganz anders aus. Das ist Tonschiefer oder wenn du hier auch siehst, dann siehst du gleich den Verwitterungsform auch noch dabei. Hier hast du diese ganz feinen Tonschieferbröckchen und wenn du siehst hier, ne, kann man es spalten. Das ist also sehr fragil und man kann es also sehr gut spalten auch und es verwittert einfach auch
und relativ schnell. Und das ist von den 7 großen Lagen von Gut Hermannsberg der einzige mit diesem Boden, oder? Genau, also Tonschiefer haben wir nur hier. Hermannsberg ist auch eine Monopollage von uns. Alle anderen 6 großen Lagen, die wir besitzen, die haben eigentlich vulkanisches Gestein, auch verschiedenster Art und Weise. Aber der Hermannsberg ist in der Tat der einzigste, der ja, mit Schiefer gesegnet ist. Ein Terroirwein, der ist grundsätzlich teuer, oder? Terroirwein, wenn er wirklich die Lage wo, oder die Heimat perfekt transportieren soll, das heißt, die Reben auch das gewisse Alter auch haben, die Erträge dann von sich zurückgegangen sind und die Lage wirklich in allen Facetten, allen Details auch transportieren soll, dann hat er schon seinen Preis. Aber man kann Terroir auch, sagen wir, etwas günstiger trinken und da wären zum Beispiel unsere Ortsweine, der vom Vulkan oder vom Schiefer, der hier im Hermannsberg zu 100% aus dem Weinberg hier kommt und hier wächst, das wäre eine relativ günstige Alternative dazu. Ortswein, dieser Begriff, das ist eine relativ neue Kategorie für den deutschen Wein. Für den deutschen Wein schon, in Frankreich, speziell in Burgund, gibt es das natürlich schon viel, viel länger, ganz klar. Seit Jahrhunderten. Seit Jahrhunderten, ja. Richtig. Und in Deutschland ist es eigentlich erst seit ein paar Jahren eingeführt, ist eine Klassifikation, die der VDP, also der Verband Deutscher Prädikatsweingüter, eingeführt hat, um dieses System, sage ich mal, optimal darzustellen. Je enger die Herkunft bezeichnet ist, je höher ist die Qualität. Und im Ortswein, so verstehen wir das hier auf Gut Hermannsberg, sind es einmal der Vulkan, der Schloss Böckelheimer Riesling oder der Schiefer, der Niederhäuser Riesling. Da haben wir eigentlich Reben oder Weinberge zusammengefasst aus den beiden Einzellagen. Also es sind sozusagen fast Einzellagenweine auch. Ohne so die Einzellagenname bezeichnen darf. Genau. Ja. Und wir wollen es auch nicht, weil für uns die Lage noch nicht ideal transportiert ist. Aber so diese Eigenschaften vom Tonschiefer hier jetzt im Hermannsberg kann man im Schiefer eigentlich perfekt auch. Und da ist ein ganz klar spürbarer geschmacklicher Unterschied zwischen vom Schiefer und vom Vulkan? Es ist eine Welt eigentlich. Fast als wenn du zwei völlig unterschiedliche Anbaugebiete hättest. Ja, obwohl es jetzt hier wirklich nur über den Hügel, man sieht so am Horizont. Wenige 100 Meter. Noch, genau, ja. die Terrassen der Kupfergrube. Es ist nicht weit weg von da. Trotzdem ist eine ganz andere Anmutung von im Gaumen schon, im Duft. Der Hermannsberg Schiefer ist immer kühler. Ja, fast so ein bisschen minzigen Charakter und Kupfergrube immer das Wärmere und vielleicht auch ein bisschen Expressivere. Ja. Das klingt wie ein spannender Vergleich und ich fürchte, dass wir es auch irgendwann konkret ziehen müssen. Für einen Zuschauer, was kosten diese Weine? Was kostet es, diesen Vergleich nachzuvollziehen? Dieser Vergleich liegt knapp bei 16 Euro, knapp darüber. Also ein ganz spannendes Thema eigentlich, immer dieses Pärchen nebeneinander zu verkosten. Und selten haben wir eigentlich Kunden, Gäste, Weinliebhaber, die beides extrem spannend finden, sondern da spaltet sich eigentlich das Lager fast immer. Der eine mag den Schiefer mehr, der andere mag den Vulkan mehr, weil sie einfach vom Charakter her so unterschiedlich sind. Das teilt sich nicht Männlein, Weiblein, oder? Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also bei mir selbst ist es so, ist es sehr situationsabhängig und vielleicht auch ein bisschen an den Reifeverlauf des einzelnen Weins so ein bisschen gekoppelt. Am Anfang bin ich eigentlich mehr in diesem Vulkanlager, wenn man so sagen will. Und das wechselt dann mal ins Schieferlager und dann irgendwann so nach 3-4 Jahren wieder zurück und umgekehrt, genau. Naja, ich meine, Wein ist ein sehr emotionsgeladener Produkt und es ist tatsächlich Trinkanlass abhängig. Ne? Also absolut, ob ich vor einem Café an einem sonnigen Tag sitze oder am Essenstisch abends mittig im Winter. Also nicht nur die Situationen sind extrem unterschiedlich, die Temperatur. Richtig, ja? Also es ist wirklich so ein, ich soll es fast sagen, so ein Tagesgefühl, ja? Was sich einmal dahin treibt oder dahin treibt auch. Ja? Und Wein ist so emotional und so aufgeladen von Emotionen, dass du je nach Tagesform, je nach Stimmung oder je nach Essen, was du gerade vor dir hast, einfach einen anderen Wein wählst. Und Ortswein,
diese Kategorie ist immer spannend, einfach weil du für relativ kleines Geld unheimlich viel Charakter schon bekommst. Ja, das klingt wie eine gute Sache. Was? Ich meine, das ist so nicht nur hier so, ne? Also da sind eine ganze Reihe von führenden Weingütern in Deutschland, die das auch anstreben. Ja, das ist, glaube ich, im Moment vielleicht so ein bisschen die unterschätzte Kategorie, wenn man das so will, innerhalb dieser Pyramide, Gutswein, Ortswein, erste Lage, große Lage. Da stellen für mich eigentlich mit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben die Ortsweine, weil sie wirklich, wie gesagt, schon viel Charakter schon bieten für kleines Geld. Und das sind wir nicht die Einzigen, die das unter Beweis stellen, sondern da gibt es durchaus noch ein paar Mehrweingüter, ganz klar. Und ich würde sagen, wir verkosten das einfach mal bei uns. Darauf hast du gewartet, ja, seit Beginn an. Und das machen wir jetzt. Jetzt sind wir im Verkostungsraum von Gut Hermannsberg. Rechts sitzt Carsten Peter, mit dem ich in der Lager Hermannsberg gerade war. Einer der sieben Terroirs. Der sieben Grand Crus, oder wie man sie auch nennen möchte, von Gut Hermannsberg. Und unser Thema ist jetzt Terroir. Ist es schmeckbar im Glas, dass die Weine aus unterschiedlichen Orten herkommen? Oder ist das doch nur ein Mythos? Ja, links von mir Moritz Nagel, Einkäufer von Havesco. Der größte deutsche Weinhändler und auch einer der besten. Ich schlage vor, wir fangen sofort an. Ja, mit dem berühmten Weingut Dr. Böcklin-Wolf in der Pfalz. Also ich würde sagen, der bekannteste Erzeuger in diesem Weinbaugebiet. Und ein Verfechter vom Terroir seit Jahrzehnten. Befolgen Sie diese Gedanke, dass der Wein von seinem Ursprungsort geprägt wird. Also in unserem linken Glas kommt der 2019er Rupertsberg Riesling. Und im rechten Glas kommt der Forst Riesling aus dem gleichen Jahrgang, 2019. Der erste Eindruck. Sehr große Unterschiede schon im Duft. Auf jeden Fall, ja. Auch in der Stilistik. Wahnsinn, wie unterschiedlich die sind. Ist sehr jung, aber der Rupertsberger macht schon richtig Spaß. Der macht schon richtig. Ich glaube auch, die Lagen sind eher ein bisschen eleganter, frischer, früher zugänglicher, nicht ganz so schwer wie eher die Forsterlagen. Carsten, du stammst aus dieser Ecke der Pfalz. Das sind doch sehr unterschiedliche Böden, ne? Ja, aufgewachsen bin ich schon ein paar Kilometer weg noch von Rupertsberg und Forst, aber natürlich kennst du die Weinberge auch so ein bisschen. Natürlich habe ich dort auch nie gearbeitet, insofern im Detail auch nicht. Aber für mich ganz klar Rupertsberg, dieses, wie Moritz auch richtig sagt, dieses früher zugängliche, vielleicht eher vom Buntsandstein her, so ein bisschen auch sehr präsente, griffige Säure in der Jugend. Und auch vielleicht eher dieses blumigere, so ein bisschen. Wollte ich gerade exakt diesen Wort in den Mund nehmen. Diese typische Riesling-Aromatik auch hast. Und die Böden, klar, Buntsandstein immer ein bisschen einfacher oder leichter erwärmbar. Von daher vielleicht auch diese frühe Präsenz. Und wenn du dann nach Forst gehst, dort ist doch ein bisschen mehr toniger, teilweise auch Basalt mit dabei noch. Ich weiß jetzt nicht genau, aus welchen Parzellen der Forster Riesling kommt. Aber du hast einfach mehr, finde ich, ein bisschen kühlere Anmutung und vielleicht auch ein bisschen kompakter am Gaumen, dass du sagst, okay, das ist jetzt so ein bisschen ernster, blickenderer Wein. Und der Rupertsberger vielleicht der fröhliche, der dich so anlacht jetzt, einfach genau, vom ersten Eindruck. Es kommt auch so eine kräutrige Komponente beim Forster noch dazu. Ich finde es wirklich toll, also wie sehr sie sich unterscheiden, aber beide auf ihrem Niveau unglaublich toll sind. Ja. Also ich könnte sie und die Lagen
mit einem Wort beschreiben. Charmant und markant. Lass uns weiter schreiten zu dem Vergleich aus Gut Hermannsberg. Genau, also aus Gut Hermannsberg habe ich auch zwei Ortsweine mitgebracht, auch wenn man auf den ersten Blick das gar nicht so erkennt. Wenn man aufs Rückenetikett sieht, haben wir hier einmal den Niederhäuser Riesling 2019, was aus dem Hermannsberg kommt, und wir nennen ihn vom Schiefer. Und den Schloss Böckelheimer Riesling, auch Jahrgang 2019, vom Vulkan. Und wir haben uns dafür entschieden, es nach den Böden auch zu benennen, weil wir sagen, okay, da ist der Charakter des Bodens vielleicht eher nochmal in dem Alter der Reben oder in dieser Stufe vielleicht nochmal prägnanter, oder ich sag mal, das Thema, was letzten Endes im Wein auch wirklich prägend ist, weil die Reben noch nicht so alt sind. Wir machen da eine Abstufung, Gutswein bis 15, Ortswein so bis 25 Jahre ungefähr. Und dann ab 25, 30, wenn die Reben wirklich ausgewachsen sind und maximal tief im Felsgestein drin sind, dann haben sie das Potenzial aus unserer Sicht für einen großen Wein, sprich Großgewächse im trockenen Bereich. Und von daher sprechen wir hier über die mittelalten Reben, ja, wenn man das so sagen will. Wir beginnen vielleicht mit dem Schiefer. Danke sehr. Und im Rechten vom Vulkan. Sehr schöne Farbe. Vielleicht eine kleine Besonderheit bei uns im Weingut noch vorweg. Generell dürften diese Weine, wenn sie eine Ortsbezeichnung tragen, aus allen Lagen letzten Endes kommen, die in diesem Ort ansässig sind, ja? Aus allen Weinbergen. Wir haben uns für den Weg entschieden, dass wir das noch ein bisschen extremer gestalten wollen, um einfach diesen Unterschied noch mehr herauszuarbeiten. Das heißt, der Vulkan kommt zu 100% aus der Kupfergrube und der vom Schiefer zu 100% aus dem Hermannsberg. Das heißt, wir haben einmal Tonschieferböden im Hermannsberg und vulkanisches Mellaphyrgestein in der Kupfergrube. Ja, du hast dieses minzige, frische, kühlere eher dann im Schiefer, und du hast eher eine Kräuterwürze, so ein bisschen, ja, von der Anmutung her, ein bisschen Krebsfrüchte. Ja, im Duft auch schon so ein bisschen im Vulkan, aber trotzdem eher das wärmere Vulkan auf alle Fälle. Und vielleicht das kühlere im Schiefer. Ja, das Erstaunliche für mich ist, also 150 Meter auseinander, und der Geschmacksunterschied ist krass. Also wir haben noch ein Weinpaar. Ja, wir haben nochmal zwei. Wir verlassen aber jetzt Deutschland. Gib mir eine der Flaschen, dann kann ich aufmachen. Wir sind jetzt einmal in Frankreich und einmal in Argentinien unterwegs. Und wenn es um Terroir geht und Frankreich, naja, da ist die Antwort eigentlich meistens genau die gleiche: Burgund. Ja, also diese zwei Weine sind beide aus der Chardonnay-Traube. Ihre Heimat ist Burgund. Und aber es ist eine der europäischen Traubensorten, die am meisten sich verbreitet haben um den ganzen Weinplaneten. Und links oder rechts? Links. Jetzt haben wir einen Vergleich, das französische Original. Schön. Also mit einem Wein aus einer weit, weit entfernten Ecke von Argentinien. Nicht unbedingt das Land, was auch Fachleute am stärksten mit dieser Traubensorte assoziieren. Aber doch, doch, doch. Die Traube hat da seine Plätzchen gefunden. Ja. Gut, was natürlich jetzt den Burgunder angeht, da haben wir mehr oder weniger eins der absoluten Aushängeschilder des Burgund, Meursault von Louis Jadot im Glas, auch aus dem Jahrgang 2017, steht hier oben. Und da bin ich natürlich jetzt sehr, sehr gespannt. So, Burgund, die Erfinder des Terroirs irgendwo, und Jadot, ein Betrieb, der seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ja ganz vorne mitmischt.
Also für mich ist der ein absoluter Klassiker. Der hat alle Merkmale, die ich mit diesem Ort assoziiere. Also cremig, geschmeidig und doch ein klarer, frischer Element, was alles auf der Reihe hält. Und auch hier sind wir wie Riesling bei einer Rebsorte Chardonnay, die das auch transportieren kann. Ja? Diese Bodenunterschiede, wo so ein bisschen auch das Klima letzten Endes, dieses Kleinklima noch mit eine Rolle spielt. Und für mich ist es hier auch in dem Pärchen etwas, ja, ein bisschen anders vielleicht als bei einem Riesling. Aber du hast immer auch diese Anmutung, dass du in dieser Kategorie einfach auch viel Wein für kleines Geld bekommst und immer auch dieses Gefühl, ich verkoste etwas, was eine Heimat hat schon. Ja, der argentinische Wein. Genau. Davon kann ich gut erzählen, weil ich in diesem Weinberg exakt an der Stelle, wo dieser Wein gewachsen ist, gestanden bin. Das war Anfang 2019 und ich war da mit Laura Catena. Das Weingut heißt Catena und eine ganze Reihe von ihrem Team. Und es war total faszinierend, als wir in diesem Weinberg standen. Wir hatten das Gefühl, es ist eine uns vertraute Weinlandschaft, also sanfte Hänge, die Reben grün, Gras auf dem Boden wachsen, so wie man das gut findet. Und dann, wenn du blickst raus aus dem Weinberg, da siehst du eine wüstenartige Landschaft und dahinter die riesigen Berge der Andeen. Ja. Also Reben, Kakteen und Fels und Gletscher. Alles in einem Blick. Die Höhenlage macht das eben. Ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Geheimnis, dass du Kühle brauchst, um diese Unterschiede in den Böden auch darzustellen. Also der Chardonnay von Catena ist mir noch zu ungestumm, zu noch ein bisschen rau, immens spannend und charaktervoll. Aber die Frage ist ja, gibt es den Einfluss von Terroir auf den Wein oder die Weinrebe, die darauf wächst? Na ja, lass mich es so ausdrücken. Ein normaler argentinischer Chardonnay schmeckt nicht so. Das schmeckt wie der Versuch, ein Merlot zu kopieren, der nicht ganz gelungen ist. Aber wenn man diese drei Paare mal so ein bisschen zusammenfasst, haben sie eigentlich alle gemein. Gut, hier liegt ein großes Meer dazwischen. Und bei den Rieslingen sind es 5 Kilometer oder 150 Meter im Extrem. Und trotzdem schmeckst du diese Unterschiede. Und darum geht es ja immer. Also wenn was Unterschiedliches auf dem Etikett steht, sollte es auch unterschiedlich schmecken. Also das wäre jetzt mein erster Anspruch mal. Und ich bin der Meinung, dass du das immer nachvollziehen kannst und dass das keine Winemaking-Thematik ist, die dann im Keller mit einer Apfelhefe oder einer Ananashefe passiert, sondern dass es wirklich vom Boden bzw. dem Kleinklima an dem Platz, wo es gewachsen ist. Ich glaube, wir haben mit Chardonnay auch eine Rebsorte, die das ganz toll zeigt. Natürlich, Riesling wissen wir, das ist der Terroir-Translator schlechthin, aber auch Chardonnay. Denn wie Stuart sagte, einen ganz einfachen Basis-Chardonnay, das ist einfach nur ein Weißwein ohne Charakter. Und der kann überall herkommen, also Stichwort ABC, anything but Chardonnay. Aber wenn man das qualitativ mal ein bisschen auf die Spitze treibt, dann kann man ganz schnell herausfinden, wie diese Weine eben zeigen, dass da durchaus ein komplett unterschiedliches Terroir darunter steckt, was die Rebsorte dann zum Ausdruck bringt. Also, wir wollten herausfinden, ist Terroir Mythos oder Wahrheit? Ich glaube, da ist eine ganz klare Antwort. Der ist im Glas, wenn man den richtigen Wein sich besorgt.